Ja, hallo miteinander, guten Abend, danke Dominik. Schön, dass da heute Abend so viele Comedians da sind. Nein, aber ernsthaft, was ist das für ein Line-up? Wow, ich meine, schau es mal an. Ein SRF hat da wirklich keine Kosten und Mühe gehabt. Nein, ich meine, sorry, schau. Sorry. Der Kneckebull, Sanja Ameti, der Deville, Patti Basler, ich. Was ist das da? Bilderberger Konferenz von Lehrerkind, oder was? Die Walpurgisnacht von der halbschlauen Halblinken. Das Turnerkränzli von der Patagonia-Jacke-Hippies. Was läuft eigentlich? Wenn ich mir anschaue, wer heute alles da ist und wer auf diesen hässlichen Möbeln rumhockt, sorry, ich komme mir vor wie beim Restpostenverkauf vom Kosmos. Aber okay. Apropos Restposten, hallo Dominik. Gut, ein Jahr 2022 ist ja quasi ein Jahr von Dominik Deville, oder? Er hat den Kleinkunstpreis bekommen, hat im Literaturclub über Suhrkamp-Roman philosophiert, hat mit seiner Frau eine Homestory in der Schweizer Illustrierten gehabt und jetzt wird er früh pensioniert, kurz. Er ist und bleibt halt ein richtiger Punk. Bravo. Nein. Im Ernst, über den Dominik Deville kann ich wirklich nichts schlecht sagen. Also ich kann es wirklich nicht, weil er es mir vertraglich verboten hat. Aber gut. Der Dominik ist das, was wir alle eigentlich sein wollen. Hure professionell, er gibt einen Fuck auf sein Image. Es ist ihm wirklich scheißegal, wenn der helvetisch lobotomierte Schweizer Zweifelchips-Pöbel die im Einfamilienhäuschen findet. Er sei nicht gemögig genug. Also Leute wie der Joel. Der Domi ist kompetent, aber unsympathisch. Der Domi ist quasi die Eva Herzog von der Schweizer Humorlandschaft. Bravo. Dass Patti Basler heute das Jahr 2022 vertritt, passt sehr gut. Weil es gibt wirklich keinen einzigen Job, den sie nicht macht, wenn das Geld stimmt. Nein, im Ernst, Arena, beim Deville, im Radio SRF 1, bei SRF News. Patti ist quasi die Wanderhure vom Leutschenbach. Aber nein, sie betont ja immer und immer wieder, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Ah ja, Kindheit auf dem Bauernhof. So idyllisch. Bei der Patti hat das so ausgesehen. Das Morgen jeweils aus dem Säulitrog. Entjungfert werden vom Mähdrescher. Nein. Die Einzigen, die der Patti ein bisschen Liebe gegeben haben, sind die völlig unterbezahlten polnischen Erntehelfer, die von den Eltern im Keller eingepfercht waren und die an der Patti Amix ein bisschen Wodka in ihre Geburtstagsblutwurst gemischt haben, damit sie wenigstens für ein paar Stunden vergessen kann, dass sie von ihren Eltern beim kantonalen Bauernverband bis zum 15. Geburtstag als seltene Rindviechsorte angemeldet war. Einfach damit sie noch mehr Subventionen kassieren können. Aber, okay, Moment. Nein. Sanja Ameti ist auch da. Sanja, ich bin im Fall gar kein Roboter, ich bin ein richtiger Mensch, Ameti. Sanja Ameti ist Co-Präsidentin von der Operation Libero. Wer die Operation Libero nicht kennt, das ist so eine Art Freikirche von der Schweizer Politik, wo man am Bahnhof so mit Flyer angekündigt die Flashmobs veranstaltet und sagt: Hey, schau mal, Politik ist im Fall mega cool! Das Lustigste daran, der Einzige, der diesen Scheiß wirklich geglaubt hat, ist der Kneckebull. Gut. Apropos Freikirche. Apropos Freikirche, der Joel von Mutzbecher ist auch da. Bravo. Übrigens ein Typ, der total unterschätzt wird. Und das komplett zu Recht. Gut. Was aber niemand weiss, der Joel ist wirklich in der Steinerschule. Und zwar vom Kinski an. Und das ist noch lustig. Ne? Im Steinerschul-Kindergarten ist alles ein bisschen anders. Zum Beispiel so die Gruppen. In einem normalen Kinski hat es ja immer so Träubli und Schmetterlingli, Tigli und Müsli. Im Steinerschul-Kinski gibt es auch schon zwei Gruppen, aber dort gibt es nicht Träubli und Müsli, sondern Impfgegnerli und Antisemitli. Der Schul ist beides. Bis heute. Er schluckt immer noch jeden Tag 3 Globuli gegen Israel. Gut. Lustig auch, der Heinz Margot ist am Schuh sein Vater. Da wissen die wenigsten Leute. Am allerwenigsten der Heinz Margot selber. Gut. Apropos Vaterkomplex, euer Kneckebull, sorry. Es gibt, glaube ich, niemanden hier, der den Kneckebull so fest hasst wie er sich selber. Also wirklich. Und das ist wirklich Leistung, wenn wir hassen den alle. Aber auf eine mega konstruktive Art. So. Kneckebull ist vor allem bekannt als der Musiker,
von dem niemand auch ein einziges Lied kennt. Sorry. Ich habe mich wirklich durchgelassen. Und hey, das Einzige, was mir geblieben ist, ist Butzenkatze, Butzenkatze. Okay. Seine Musik ist so scheiße. Jedes Mal, wenn er wieder irgendein Lied rausbringt, kommt er eine Klage über vom DJ Ötzi wegen kultureller Aneignung. Aber okay. Kommen wir zum Jahr 2022. Was ist alles passiert in den Monaten November und Dezember? Gut. Der Daniel Josic hat nicht Bundesrat werden. Er hat gesagt, er lässt es sich nicht gefallen, trotzdem, dass man ihn nicht zur Kandidatur zulässt, nur weil er ein Mann sei und nicht eine Frau. Was lustig ist, weil Zanja Meti hat letzte Woche angekündigt, dass sie sich offiziell als Austragungsort der WM 2030 zur Verfügung stellt. Sie lässt sich das nicht gefallen, dass man sie sich nicht einmal zur Kandidatur zulässt, nur weil sie eine Frau sei und kein Land. Und sonst, was ist noch passiert? Ah ja, die Saudis haben Credit Suisse gekauft. Bravo. Wahrscheinlich wollen sie jetzt noch irgendetwas anderes kaufen in der Schweiz, das total am Boden liegt, wie der Aktienkurs von der CS. Keine Ahnung, am Kneckebus in die Musikkarriere wahrscheinlich. Und hey, sind wir mal ehrlich, mit dem hätte der Kneck kein Problem, oder? Er sagt, hey, solange in Saudi-Arabien Frauen und Männer gleichberechtigt zum Tod verurteilt werden und alle Auspeitscher wirklich geimpft sind gegen Corona, ist alles easy. Hashtag Feminism, bravo. Und sonst? Was ist sonst noch passiert? Ah ja, okay, wir haben zwei neue Bundesräte. Gummistiefel-Bundesrat. Gut. Von 7 Bundesräten sind jetzt neu etwa 18 Bauern. Patti Basler ist also endlich bestens repräsentiert von diesem Bundesrat. In diesem Sinne, merci vielmals, ein gutes Neues und eben einen schönen. Merci.